Das hatte ich gerade doch schon probiert, oder? Ja. Also entweder liegen hier zwei grüne. Dann kann ich noch ausprobieren. Nein. Dann kann ich die beiden grünen nach da und da legen. Oder nach hier und hier. Nö. Und alles mit grünen Vollstoffen bringt auch nichts. So bringt das auch nichts. Nö. Ich nehme alles mit, was ich hier finde. Man weiß ja nie, wo man noch Edelsteine brauchen kann in diesem verrückten Dungeon. Schade, dass niemals jemand den Engine Room verlässt. Stimmt leider allerdings auch nicht ganz. So, von hier aus komme ich... hier? Und irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will, gell? Ich will nämlich dahin. Ich habe auch nie herausgefunden, wie man hier beim Ogre Feuertanz das Ding öffnet. Das kann ich mir gut vorstellen, dass entweder hier oder hier noch irgendwo ein Secret-Knopf ist. Das führt mich hier hin und hier will ich gar nicht hin, oder? Das führt mich nur wieder nach da oben. Zum nächsten Fallen. Gebiet. Ja, das war dieser tolle Spießrutenlauf hier. Ich kann aber trotzdem mal nach da unten gucken. Ja, weil hier waren... Genau, das waren einmal Holding Sets und hier war einmal das Experimentierlabor. Genau, und hier bräuchte ich einen Sonnenschlüssel. Oder etwas Ähnliches in der Art, aber hier passt eben auch nicht wirklich was. Um an den Stab ranzukommen. Ich finde den Rauch hier irgendwie gerade komisch, muss ich zugeben. Aber ich hätte schon gern gewusst, was das da für ein... Clock of Wizardry. Warum habe ich den nie mitgenommen? Nö. Ich wüsste echt nicht, wo ich den Schlüssel... Wahrscheinlich kriege ich den Schlüssel nur beim Fallen. Ja, only the fall may pass.
The Tomb of Lich Balta, the Sixth of Seven, the Bringer of Despair, here we remain. As such, beyond the end of days. Gut. Nein. Das heißt, ich kann hier wieder runter. Bin wieder hier. Blunt Crushing und Bodybuilding Bücher, die bringen mir absolut nichts. Der wahre Weg runter ist hier gewesen, genau. Da musste ich hier rum. Hier war ja auch damals alles voller Schrecken, also eigentlich hauptsächlich Feuerelementaren. Ein Journal. Ein Sack mit noch mehr Knochen. Ah, das hätte ich alles hier runterbringen können. Ah, Bücher. Axe-Skill. Unarmed Combat. Endurance Training. Blunt Crushing. Assassination. Das hebst du mal auf. Genau, hier haben wir die Dinger gelassen. Die ganzen Bolzen. Den Crossbow brauche ich nicht. Die würde ich gern mitnehmen und das Ding würde ich gern mitnehmen. Weil du hast ja den Crossbow. Okay, das ist schon mal zu schwer für dich. So, das heißt, die ganze Crossbow-Geschichte kommt auch mal mit weiter runter mit. Hier ist sonst nichts mehr, außer ein paar Schriftrollen und Zauberstäben, die wir nicht mehr wirklich brauchen. Grimworld's Returning Axe. Ja, gut. Main Hall, das ist schon mal richtig. Nur nicht da runterfallen. Jetzt muss ich kurz gucken. Der Weg in die Horusmine ist einfach nur runter und dann in die Mine springen, genau. Das heißt, wenn, dann will ich dahin. Zum Einsturz mit Zeugs. Kann ich hier runter und kann hier den Gang mit dem respawnenden Wardens umgehen. Das ist der falsche Weg, ja. Palace Dungeon, genau. Wenn gerade überhaupt welche am Respawn sind, so. Da ist schon mal nichts. Da ist was. What the hell? Autocrank Crossbow. Gadget Fears from the...
Das ist ein verdammt mächtiger eine verdammt mächtige Armbrust. Unsere Blueberry Pie. Kräuter. Ein bisschen was zu essen. Ach so, das ist das Falsche. Okay. Aber ja, machen wir das anders. Genau, die Wurfsachen da rein. Das da rein, das da rein. Dann kann der Sack hier auch mal nach hier vorne. Den können wir auch mal bei Gelegenheit aussortieren. Okay. Habe ich gerade einen Weg irgendwo hingeschaffen? Okay, da bin ich schon wieder. Mir ist gerade das Spiel abgestürzt. Auch gut. Das heißt, wir dürfen jetzt alles nochmal von vorne machen. Das heißt, ich gehe hier durch. Mach mein Licht wieder an. Irgendwie gerade beim Treppe hochgehen ist mir das Spiel abgestürzt. So, das war der eine. So. Dann verteilen wir wieder das Essen und alles. Ja. So, da sind jetzt Wurfwaffen drin. Da ist das drin. Das und das kommt nach hier. Das kommt nach da. Ja, sehr schön. Gut, Spiel ist gespeichert. Und ich glaube, das hier ist der letzte Einsturz, den wir noch haben. Genau, der führt mich dahin und die Treppe nach oben. Führt mich genau wieder zum blauen Kristall. Stürzt wieder ab? Nein, diesmal nicht. Gut. Hm. Das heißt, theoretisch könnte ich das hier jetzt mal als Sprungbrett benutzen, um in den Tod zu springen, ja. Ich hätte ja theoretisch einen Deconstruct-Spell, um etwaige Automaten aus dem Weg zu räumen, also Golems.